Escort Club. Yeah! Hallo, Freunde der anspruchsvollen und gepflegten Unterhaltung. Endlich hat das lange Warten ein Ende. Aaron hat seinen Beutel mit Toshis gefüllt und ist zum Miss Germany Award aufgebrochen. Euch erwarten epische Folgen mit unserem gewieften Abenteurer. Stoßen alle Missen mit Aaron an? Wie viele Toshis hält unser Held durch? Welche Promis bekommt er vor die Kamera? Und wie verdammt nochmal heißt Frauke Ludowig richtig? Frauke Ludowig oder Frau Koludowig? Wir möchten euch nicht länger auf die Folter spannen. Vorhang auf! Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Miss Germany Finale. Ich bin wieder da, geht gleich los, schon fetter Aufbau und alles. Ich gehe jetzt mal nach hinten, weil es geht dieses Jahr um was Besonderes, Frauenpower. Und darauf muss man anstoßen und ich bin sehr, sehr stolz, die ersten Troschi-Musterstücke dabei zu haben. Folgt mir auf Instagram. Troschi hat jetzt eine eigene Instagram-Page. Könnt ihr schon mal liken, dann seht ihr, wann die in Handel kommen, wo es die gibt, in XXL, in klein. Und ich trinke das heute ein bisschen, weil Stimmung, Frauenpower, ja! 4, 3, 2, 1. Ich habe einen persönlichen Assistenten, der mich führt, Jared. Na? Jared, folgst du schon Troschis auf Instagram? Aber sicher. Lügst du mich gerade an? Ja. Troschi auf Instagram folgen, dann erfahrt ihr alles. Du kriegst jetzt keinen Troschi, du Penner. So, jetzt gucken wir mal, wer hier so alles noch schick gemacht wird. Hey, Miss Germany Finale. Aaron. Freust du dich? Ja, na klar, voller Vorfreude. Hm? Frauenpower ist was Tolles, oder? Mega. Darauf muss man anstoßen, oder? Klar. Hallo, gibt's hier ein Schülerinterview? Komm, du kriegst ein Original-Troschi. Also, das machen wir zusammen bei der Aftershow. Nee, jetzt okay? Schon. Jetzt schon, dann bist du nicht so nervös. Hier gibt's ein FAZ-Interview, kein Schülerinterview. Entschuldigung, hey. Ja, ich nehme doch auch ein. Okay, da haben wir schon mal keine Gewinnerin. Vielen Dank, schönen Tag noch. Dritter Platz ist jeder auch voll. So. Tschüss. Das eine Problem, da ist Miss Bremen, die ist schwanger. Die wird auch keinen mit uns trinken. Wäre auf jeden Fall nicht gut. Krass, Aaron. Ab jetzt die Troschis auf Instagram folgen. Prost. Komm noch einmal bitte. Alkohol schon aus ihrem Mund. Ja, komm Greta, wollen wir auch anstoßen auf Frauenpower. Auf Frauenpower, ja. Sehr gut. Boah, das ist so voll und die gucken, das wird ja immer größer, die Miss Germany-Wahl. Es ist ja, Frauenpower ist was Wichtiges, oder? Ja, und deswegen... Stoßen wir jetzt an. Ach so, auf Frauenpower. Auf Frauenpower, das ist ja... Auf Weltfrieden. Weltfrieden, was noch? Auf eine Hand klatschen. Ja, okay. Ja, boah, sehe ich gut im Anzug aus. Mann! Oh, guck mal, da wird schon ein Foto. Von wo bist du? Ah, okay. Liest wieso keiner, deswegen kannst du fotografieren, was du willst. Komm, geh. Neckarquelle. Macht ihr Wasser? Wir stoßen an auf Frauenpower, okay? Ja. Hier, du kriegst einen Troschi. Warte, ich schraub auf. Ja, das ist, natürlich kannst du einen trinken. Auf deine Zuschauer, würde ich sagen. Auf die Hauptschüler. Prost. Prost. So, und ihr folgt Troschi. So. Wem? Wer ist Troschi? Das ist die Marke von mir. Ach so. Mit den Schnäpsen ist mein Schnaps. Das ist dein Schnaps? Ja! Guck mal in die Kamera und sag Troschi, immer wenn ich nervös bin. Troschi, immer wenn ich nervös bin. Oder mein Date scheiße und ich ihn trotzdem klar machen will. Kannst du in die Kamera gucken und sagen, du als Motorradfahrerin, ich fahre besser, wenn ich Troschi trinke? Nee, den Werbevertrag müssen wir erst aushandeln. Ja, das kriegen wir hin. Mach erstmal und dann gucken wir mal, wie du performst. Neckarquelle nochmal, ja? Genau, Südwestpresse in Villingen-Schwenningen. Die Metropole hier im Südwesten. Wie viele Leser habt ihr? Pipapo, 6.000. 6.000. Die sind ja auch im halben Jahr, wenn die alle weggestorben sind, sind es nur noch 3. Scheiße. Und Prost und weg. Prost. Das ist voll peinlich, wenn man so diese Tüte anhebt und man so dieses Assi-Klingeln hört. Da sind kurze drin, oder? Ja. Was ist denn da drin? Verrat mir, was da drin ist. Trink. Ganz ehrlich, du hast schon ganz andere Substanzen einfach geschluckt, ohne zu wissen, was es ist. Also. Können wir Sie auch mal ganz kurz ein, zwei Fragen stellen? Ja, aber natürlich. Gerne jetzt, bevor ich betrunken bin. Ich bin im Gegensatz für... Oh, der brennt. Ich bin im Gegensatz zu Kim für Frauenpower. Kim, komm jetzt einmal. Nein, einmal ist keinmal, ne? Brüsterchen. Was willst du haben? Was gibt's denn? Hi, na? Hi. Warum sitzt du nicht hier und sie? Oh, du kommst ja aus Brandenburg. Kannst du bitte einmal vom Trinken abmachen? Erstmal in die Kamera gucken und sagen, Brandenburg grün, nur so grün wegen Troschis. Und dann trinken? Ist dein Freund heute Abend auch da? Ich habe keinen Freund. Hey, hey, na? Brandenburg nur so grün wie die Troschis. Prost. Prost. Warum fotografierst du mich die ganze Zeit?
Wenn ich auf einem Bild geil aussehe, kannst du mir das schicken? Ich brauche ein neues für LaVou. Mache ich, okay, dann stell dich aber mal hier so hin. Ja? Ja, bitte? Du siehst auf jeden Fall wunderschön aus. Und dass dich der Jared hier dauerhaft anbaggert, zeigt es auch. So reicht es doch. Welche möchtest du haben? Frauenpower, darauf muss angestoßen werden. Nee, ich kann ja jetzt nicht vor der Kamera trinken. Natürlich, darauf beruht meine Karriere. Nein, okay. Entschuldigung, die Dame. Sie trinken sicher einen kurzen mit mir, oder? Ja, natürlich sollen wir. Prost! Prost! Troschi, auch im Alter gut. Sehr gut. Möchtet ihr euren Beitrag auf mir aufbauen? Ja. So, guck mal, das habe ich jetzt schon mit AdSense verdient. Und jetzt zweimal. Dankeschön. Viel Spaß. Du siehst bezaubernd aus. Dankeschön. Du bist aber auch schon fertig, oder? Nee, ich muss noch meine Wimpern schminken. Ja, ist mir direkt aufgefallen. Timo, und das Gute ist, den kriegt er auch nicht wieder. Steuerfreie Einnahmen sind das. Ich hoffe, du wirst Platz 15. Hat sie nicht getrunken? Nee, hat sie nicht. Die wird auch Platz 15. Warum nicht? Diana ist noch da. Warum fotografierst du uns die ganze Zeit? Wenn der demnächst bei dir vorm Fenster steht, Sat.1 nimmt noch auf, da können wir nicht reingehen. Sat.1 sind Kollegen. Aktuell sieht er mich bei BB immer. Verräter. Du hast keinen mit mir getrunken. Na, jetzt du kannst es ja jetzt nur gut machen, wenn du zwei trinkst. Du bist ja nervös, da musst du einen trinken. Ich möchte nicht, nee. Das bringt Unglück. Ich bin fruktoseintolerant. Wenn ich das trinke, dann passieren unschöne Dinge. Dann furzt du. Nee, ich bin sehr fruktoseintolerant. Prost. Prost. Weg. Nadine, komm. Hopp, hopp, hopp. Kotzt du? Könnte passieren. Komm, Risiko. Sehr gut, Nadine. Und jetzt davon die Hälfte? Das ist Bella beim ersten Date mit mir auch passiert. Super. Kannst du kurz mit denen in die Kamera gucken und sagen, nee, einfach, wenn ich, wenn ich Miss Germany geworden bin, dann dank Troschi. Wenn ich Miss Germany bin, nein, nein, ich bin Miss Germany, nur dank Troschi geworden. Ach so, okay. Ich bin Miss Germany natürlich nur dank dem Aaron. Nach dem nee, Troschi, ja. Oh, meine Güte. Mann, Alter, okay, komm, lassen wir es, dann wird es doch nur der Zweite, aber ist okay. Aber von wo seid ihr? Taff. Ach, WDR. Wegen euch zahle ich also 17,50, ja? Was geht heute noch? Oh Mann. Du hast aber schon gerade da gestanden. Da kriege ich mich mindestens doppelt. Och, Aaron. Du musst ja runterkommen, entspannen. Ich würde sagen, genau. Miss Germany, Frauenpower, wir stoßen einfach an. Auf, nein. Du bist endlich mit deinen Interviews durch. Ach, schon nervös? Was? Du hast also, den Mund voll. In erster Linie. Ich dachte, das passiert hier nur beim Casting. Doch, komm. Nein. Doch, ein. Nein. Mein eigener Kurzer. Müssen wir anstoßen. No way, niemals. Komm schon. Nein. Trinkst du insgesamt keinen Alkohol? Bist du schwanger? Nein. Weißt du, was du machen musst, um schwanger zu werden? Nein. Nee, warte mal. Aber ganz kurz. Ich wollte nur mal ganz kurz was klären. Ne? Ja. Für die Kinder da draußen. Man sollte nie Wellen reiten nach dem Suff, weil... Das schneiden wir wieso nicht rein. Können wir einfach nur anstoßen. Dann Aftershow von Tore Schülermann Ferien halten, ja? Alles klar. Hier Miss Brandenburg. Alles klar. Hat, ja okay, die Brandenburger machen ja auch ab 13 nichts anderes als saufen, wa? Ja, Prost. Prost. Boah, ist mir warm. Das liegt an euch heißen Mädels. Zieh dich aus. Komm, bitte einmal jetzt trinken. Warum schwitze ich als Einziger wie so ein Bär? Willst du den Clan oder den Waldmeister? Ich nehme den Waldmeister. Okay, bitte. Dann kann die Bild wieder gut schreiben. Danach. Das können wir nüchtern nicht. Nee. Wenn ich eure Artikel lese. Prösterchen. Dankeschön, weil es war ein witziges Bild. Bitte schön, du kriegst trotzdem deine 10 Euro nicht wieder. Nee, die kannst du behalten, wir machen noch ein Bild. Nein, machen wir nicht. Komm. Nein, ich will kein Foto mit dir. Kannst du einen Artikel schreiben, das neue Hype-Getränk, besser als Koks? Ist es besser als Koks? Weiß ich nicht, du als Bildreporter kennst das sicher. Er schmeckt gar nicht schlecht, auch in einem Bildreport. Komm mal, Diana, komm mal her. Du hast mich nicht gesehen, ich war nicht. Du bist noch nicht fertig, hallo. Boah, immer dieses Suchen ist so peinlich. Was ist denn dein großes Problem? Ich habe kein Problem, mir geht's gut. Gibt's irgendwas, was nicht so läuft? Im Moment noch nicht. Bist du schnupfrig? Ja, ich bin heute Morgen okay, ich habe was, was gegen Schnupfen hilft. Hallo, Theresa. Ja, war was ein Anzug aus mir macht. Boah, ja. Wie eine Brille, die lässt dich vielleicht auch intelligent aussehen. Komm. Du musst jetzt professionell sein. Nein, das ist... Ich muss professionell, wenn ich mir so Fragen beantworten, hoffentlich. Ja. Komm, zur Beruhigung. Oh, danke. Ein Troschi? Ja. Original Troschi. Hast du das mit Max abgeklärt? Ja, Max hat gesagt, super. Also man soll auf Holz klopfen. Oh, sag mal. Greta hat getrunken, Miss Brandenburg hat getrunken. Ich trinke nur, wenn du jubelst, wenn ich da auf der Bühne bin. Ja, mach ich. Machst du? Ja, mach ich. Versprochen. Ich will wirklich richtig ja, laut. Du wirst mich hören, du wirst mich hören. Weil sonst ist ja keiner von dir hier, deswegen wirst du mich hören. Ja. Prost. Nein, 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 du schluckst runter. Schluck doch mal runter jetzt. Prost.
Komm, trink jetzt. Nein, Max sagt, ist okay. Ist beruhigt. Welche Zielgruppe muss ich ansprechen? Die heranwachsen. Troschis, hätte ich das mal schon bei meiner Jugendweihe gehabt. Wenn du Miss Germany bist, musst du auch irgendwie auf Partys bestehen mit Trinken. Hast du was Besseres als Troschis? Fick dich. Du bist ja Flugbegleiterin. Kannst du einmal in die Kamera gucken und sagen, einen langen Flug vertrage ich nur mit Troschis? Nein, das mache ich Werbebotschaft. Nicht. Das ist total, nein, das ist total unprofessionell. Prost! Bitte nur mit Verantwortung trinken und immer Wasser dabei haben. Was war denn das überhaupt? Ein Troschi. Ja, was ist das? Folg mir auf Instagram oder den Troschis, dann wirst du es erfahren. Merkst du das, Koks? Nein, das merkt man eben nicht. Komm, wir trinken einen, dann bist du nicht mehr so nervös. Ich bin aber gerade in einem Selfie. Nee, das ist, guck mal, die sind ja schon weg. Komm, wir können schon einen trinken. Ja. Mike ist der beste Mann hier, der ist immer Arzt und hilft mir, wenn ich denke, ich sterbe. Ich habe schon etwa 12 Kurze gesoffen. Wie viel kann ich noch machen, um dass ich nachher Auto fahren kann? Also ich würde sagen, jetzt ist mal langsam Schluss, ne? Und außerdem wollten wir eigentlich dich noch impfen. Ja, oh, das würde jetzt nicht mehr. Hat jetzt irgendwie nicht und mehr. Und das Impfserum gegen Coolness gibt's noch nicht. Nein. Komm schon. Nee. Dann verlierst du. Nein. Doch, Theresa hat einen getrunken. Ich bin, nee. Trinkst du insgesamt keinen Alkohol? Also in solchen Situationen nicht. Danach schon, aber komm, jetzt davor nicht. Hilft. Kannst du auch irgendwas schminken, dass mein Glied größer aussieht? Leider nicht. Hier, du kriegst einen Waldmeister. Schwitzt man vom Alkohol mehr? Ja, ich glaube schon. Oh, dann werde ich ein Wasserfall heute werden. Prost. Prost. Oi, du trinkst das sehr. Sag mal, du hast gerade gefühlt eine halbe Stunde getrunken und guck mal, wie viel raus ist. Troschi ist die richtige Berliner Luft. Ohne CO2. Mann, naturschön. Trinkst du viele Troschis? Ja, sieht man mir das etwa an? Kannst du mir das schicken? Ich sehe voll schlank aus. Guck mal übrigens, so sieht's aus, wenn du wir drehen. Aber, du siehst aber besoffen aus. Ich. Oh, Timo, könnt ihr mal bitte oben auf mich abschicken? Sehe ich besoffen aus? Viele von euch fragen sich, Miss Germany und Aaron ist da. Das passt ja nicht nach dem neuen Motto Frauenpower, Frauen an die Macht. Ich bin dafür da, um zu zeigen, dass die Frauen trotz Frauenpower Spaß verstehen müssen und über sich selbst lachen, weil nur so kommt man weiter. Boah, das war trotzdem so voll die seriöse Moderation. Oh. Wir gehen zum Chef. Wir gehen zum Chef durch. Wie lange darf ich noch hier drehen? Noch 3 Minuten. Ich habe noch nicht mal mit allen Finalisten Troschi getrunken. Trinken wir einen Troschi? Nee. Miss Berlin, kommst du einmal kurz? Nein. Nee, ich muss fit sein. Warum? Wofür? Ich muss fit sein. Wofür? Für die Show. Ja, da, ich helfe. Damit du auf deinem Platz sitzen kannst. Ich hab was hilft, die Shows besser zu machen. Für was filmt der da? Für Atem. Atem? Was denn? Ach, guck mal. Boah. Noch mehr. Für die 10 Zuschauer haben die echt krasses Equipment. Nein. Komm schnell. Ich habe gerade eine Tablette genommen. Dann hilft's doppelt. Nein. Was für eine Tablette hast du genommen? Ein Baldrian. Warum bist du so aufgeregt? Da hättest du einfach einen Troschi trinken müssen. Max, komm, ein Troschi für später. Für später. Nein. Ich brauche eine Werbebotschaft. Kannst du sagen, Miss Germany wäre nie so groß geworden ohne Troschis? Nein. Und du bist Berlin. Dann geh doch deinen Berliner Luft trinken, du Arschgeige. Prost. Lara. Entschuldigung, Lara. Vorm Finale ein Troschi. Danke. Lara, du warst bis jetzt die Sympathischste. Natürlich, ich will wieso gar nicht mehr mit ihr reden, weil Lara ist uncool. Lohnt sich das, einen Beitrag über die 12 Platzierte zu machen? Nein, das lohnt sich nicht. Ja, du trinkst einen mit mir. Aftershow-Party machen. Nein, Aftershow-Party habe ich gar keinen Bock auf dich. Oh, geht mal bitte kurz weg, ich brauche eins für gleich. Weil das Wichtigste ist, wenn ihr Alkohol trinkt, bitte nur in Maßen, auch die Troschis und immer ein Wasser dabei haben. Und was ich noch sagen kann, hau ab, du hast keinen getrunken. Na. Willkommen in der Anastasia Show. Was haben Sie zu sagen? Warum sind Sie Alkoholiker und wollen immer Alkohol? Die wichtigste Frage, pupst du vor deinem Freund? Nein. Ich laufe hier rum und trinke kurze, aber du kriegst ja keinen. Nee, danke, ich muss noch fahren. Und warum noch? Ja, unter anderem, weil ich sowieso nicht gern trinke. Oh, und weil du schwanger bist. Komm, wir trinken einen. Danke. Komm, Jimmy. Pupst du vor deinem Freund? Ich habe keinen Freund. Wenn du einen hättest. Ich habe immer noch keinen. Das ist, wenn du einen hättest. Ja? Kannst du bitte in die Kamera sagen, die Missen tanzen nur so gut dank Troschi? Ich muss nicht pupsen. Pupst du vor deinem Freund? Also, das ist jetzt eine sehr... Also Die Missen, die tanzen nur so gut dank Troschi. Prösterchen. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben, er hält den Knaben wohl. Ja, du hast schon vergessen. Sicher hält den Knaben. Mein Vater, mein Sohn, was bückst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater, du, den Ehrenkönig nicht, den Ehrenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist sein Nebelstreif. Mein Vater. Also. Ja, okay, komm hier, wir trinken einen. Prost.
Mike, ich bin bei 15 noch, alles gut? Oh. Hast du Angst vom Coronavirus? Oh, ist das ein schlechter Witz, Alter. Oh, dein Will und Timo lacht, das heißt, er ist dreimal so schlecht. Boah, nur Spastis hier, ey. Komm, wir trinken Troschi. Bist du nervös? Ich trinke keinen. Silke hat auch einen Troschi getrunken. Ich bin noch Sportler. Ja, und? Mario Bass hat schon gesagt, ein guter Sportler trinkt und raucht und bringt trotzdem seine Leistung. Guck mal, kommst du mal bitte einmal kurz rum, bitte. Fabi. Bitte, Fabi, komm mal rum hier. Fabi, halt die Klappe jetzt. Jetzt bist du hier mit Fabi. Wir trinken jetzt einen kurzen und du als Mitarbeiter vom Europapark sagst... Europas Getränk ist der Troschi. Danke. Warum hat das so eine Fernsehstimme? Prost. So. Okay, dein Mann ist, dein Freund ist doch Ringer, oder? Ja, der ist sogar schon da. Ja, was macht denn, hat der irgendeinen Titel? Der ist Vize-Weltmeister gewesen. Okay, du trinkst jetzt einen Troschi und sagst, mein Freund ist nur Vize-Weltmeister geworden dank Troschi. Okay. Mein Freund ist nur Vize-Weltmeister geworden, dank Troschi. Ah nee, ein Weltmeister wäre besser. Dann hat er nur einen Heimtrosch. Ja. Ja, natürlich. Ich gehe noch kurz das Interview mit Jared und dann gehen wir raus. Jared, wir sollen ein Interview draußen machen. Jetzt alle raus hier. Presse auch. Er hat gesagt, du kriegst ihn nicht raus. Wie, er kriegt dich nicht raus? Schubs ihn mal. Komm, Jared. Fotografierst du noch Tara? Ich hab die ungeschminkt gesehen. Mein Gott. Alter. Massenkarambolage ist das richtige Wort. Puh, ich bin echt gut dabei. Und jetzt kommen wir erst zum normalen Publikum. Aber egal, los geht's. Entschuldigung. Hallo. Hallo! Hey! Ich bin wieder fällig. Du bist wieder fällig? Komm, Hallo. Wir machen heute einen Tausch. Ja. Du kriegst was von mir. Was Hallo, Aaron. Na, was machst du hier? Ja, ich bin heute gekommen, um dich zu sehen. Ja. Dass du hier bist. Ja, also nach dem letzten Mal bist du jetzt zum zweiten Mal wegen mir gekommen, ja, wa? Ja, natürlich. Ja, klar. Du kriegst einen Original-Troschi, den trinkst du. Und ich trinke einen von wir. Euch. Das machen wir. Ganz ehrlich, wir kennen uns jetzt seit Wochen, Jahren, Jahrzehnte. Klar, ich war nicht beim Frühstück mehr da, aber trotzdem war es nett. Würdest du auch zwei trinken, weil ich bin schon echt gut dabei. Nee, ich würde nur einen trinken. Komm, einen doppelten. Prost, kannst du das in die Kamera halten und sagen, Elastin ist gut, Troschi aber hilft auch. Ja, aber das ist eklig. Hast du noch was Trink anderes? Mal. Nee, den will ich nicht. Nee, trink erstmal den. Elastin ist gut, Troschi hilft aber auch, ne? Gegen Schmerzen. Ja, immer gut, schmeckt sehr gut. Dankeschön, mein Lieber. Du warst Miss Germany wann? Auslaufmodell 2016. Boah, das ist echt lange, ja. 4 Jahre. Ja. Vize Miss 50. Norddeutschland. Nur Norddeutschland? Nur Norddeutschland. Also kann man auch sagen, Vize GILF. Die Titten hängen auch schon. Ja, aber kann man ja nachhelfen, ne? Hier, wollen wir einen trinken darauf? Oder? Ich kann nicht mehr, ich habe gerade mit den Mädels getrunken. Und jetzt trinkst du noch den hier. Was ist denn da drin? Ja, das ist, Karamell drin. Du bist Lehrerin? Ja. Auf welcher Hauptschule? Ja, da ist nichts anderes drin. Der Sensenmann ist sowieso schon so nah da. Also, auf einen schönen Abend. Ja. Grüßerchen. Ich bin an einer Sekundarschule in der Nähe von Dortmund und meine Schüler, die lieben dich ja, ne? Hopp, 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 hopp. Deine Schüler lieben mich. Ja. Muss man ja einfach so sagen, ne? Jetzt mal ehrlich, glaubst du, die Schüler wichsen auf dich? Ich hoffe es nicht. Boah, man merkt mit, wie asozial ich wäre, wenn Timo hinter der Kamera. Oh, Aaron. Ich kann nur gut unterrichten, wenn Troschi. Bitte, dass man auch die Marke sieht, Mann. Okay. Ich kann nur gut unterrichten, wenn Troschi dabei ist. Und dann sind auch die Schüler still nach 2. Warum seid ihr denn hier? Um schöne Frauen zu sehen. Und reicht die eigene nicht? Du bist auch Influencerin? Keine Ahnung, wie du heißt. Ich sehe dich immer in irgendwelchen Stories und habe die blonden Haare mir gemerkt. Du bist? Ja, Madeleine. Und woher kennt man dich? Instagram. Was machst du da so? Alles Mögliche. Mit welchem Fußballer warst du zusammen? Mit keinem Fußballer? Wollen wir einen trinken? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Aber dann wären die Frauen noch schöner. Bei welcher Bachelor-Staffel hast du mitgemacht? Bei keiner. Halt doch mal kurz das Mikro. Ja, mache ich. So, erzählen. Auch keiner. Nein, tut mir leid. Wie viele Follower hast du? 92.000? Ja, siehst du, weil du da nicht mitgemacht hast. Ach so. Dann viel Spaß noch. Ich hätte noch ein paar gebraucht bei denen, aber egal. Prost. 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 Nadine. Hier ist voll leise, man hört alles. Nadine, komm mal bitte. Wichtiges Interview mit der aktuellen Miss Germany. Darf ich mal kurz, dein Handy ist da. Ja. Oh, schon mal kein Hey Aaron Popsocket, das ist doof. Ich habe gelernt, ja. Der wichtigste Honor ist, wenn man in Galerie geht, auf ja, All, bitte nicht. Auf All und dann auf gelöscht. Ach, da sind keine Nacktbilder, schade. Nein. Oh, sorry, die aktuelle Miss Germany Nadine, ey, wenn du rausgeputzt bist, wa? Wenn ich dich so sehe, auch in Ägypten, denke ich immer so,
Aber so, hallo Nadine. Hallo Aaron. Trink mir einen Troschi. Boah, ich trinke gar keinen Alkohol. Doch, wir trinken Alkohol. Ich trinke wirklich keinen Alkohol mehr. Ja, heute einmal, für meine Marke. Hallo Herr Kalmund, darf ich Ihnen einmal Hallo sagen? Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Bei Ihnen bin ich wirklich sehr ehrfürchtig. Nee, komm, brauchst du nicht ehrfürchtig. Nee, Herr Kalmund, für mich wäre es ein Traum, wenn Sie einen kurzen mit mir trinken. Du trinkst nie Alkohol? Nee. Aber du bist Polizistin, die macht das doch immer während des Dienst. Ja, das war früher auch, nicht mehr heute. Ich habe meine eigene Marke rausgebracht, den Troschi. Warte, Herr Kalmund, hier, ein Troschi für Sie. Mein Miss Germany Jahr war nur so gut dank Troschis. Und trinken. Und trinken. Und danach sagen, erfrischend. Lecker. Es ist ein Karamelllikör. Wunderbar, schön. Stoßen wir vor der Kamera an. Komm her. Zack. Können Sie noch sowas sagen wie, Leverkusen wird nur Meister, wenn Sie Troschis trinken? Ja, das wird alleine nichts. Du warst doch auch Miss Germany. Ja, das sind auch zwei Miss Germany. Wann wart ihr denn Miss Germany? Da gab's noch D-Mark, oder? Herr Kalmund, vielen Dank für alles, was Sie im Fußball getan haben. Vielen, vielen Dank. Also nochmal, da gibt es auch für mich Legende, da werde ich ehrfürchtig. Und Rainer Kalmund gehört dazu. Das war jetzt wirklich mal ein schöner Moment hier bei der Miss Germany-Wahl. Danke, Miss Germany-Wahl. Oh, Rainer Kalmund, Timo. In welchem Jahr warst du Miss Germany? 2015. Hallo, 2015, hey. Du warst 2017? Ja. Hey. Also Nadine, du bist trotzdem noch die Hübscheste, deswegen geh mal aus dem Bild, um dass die nicht eifersüchtig werden. Und was machst du hier? Haare habe ich gemacht. Was hast du? Haare. Die hast du sicher sehr gut gemacht. Ja, sehr gut. Du Rabauke. Wer hat denn alles hier einen Freund? Vielen Dank, war schön mit dir. Kriegt man als Tonassi gut Geld? 100.000 im Jahr. Nein. Also so viel wie du. Guck mal, Timo, was die für Täten. Dann müssen wir über Monat reden. Du trinkst keinen Alkohol? Jetzt noch? Ja, komm, ein Troschi. Das ist meine eigene Marke. Naja. Hättet ihr an der Stelle einen mit mir getrunken, stimmt mal hier um ab. Timo, kriegst du es wirklich diesmal hin, das I zu machen? Die meckern mich immer alle an, dabei bist du das. Das ist wirklich echt ärgerlich. Ich war gerade auf Toilette und einfach nur, dass ich auch privat asozial bin. Was habe ich gerade mit dir gemacht, ohne Kamera? Er hat meine Krücken weggestellt. Und ihr alle denkt jetzt so, nee, das ist fürs Video. Nein, ich hoffe, er sagt, und ich finde dich voll gut und macht gerade seine Hände sauber. Ich sage, komm, Herausforderung, nimm eine Krücke und stell sie ganz woanders hin. Oh, ich bin so dumm. Jetzt wird's gut. Kluge. Du Rabauke, du. Komm mal her. Alles Gute. Die Million hatte ich zwar vor 10 Monaten schon, weil ich einfach einen guten Kanal habe, aber Glückwunsch. Danke. Hey, und es ist mir wieder Zeit für ein... Wir beide machen Wettrennen um die 10 Millionen Abonnenten, ja? Mit Kluge. Wirklich Rennen? Ja, ein Rennen. Okay. Du bist Dritter und du holst den Zweiten. Ja. Welcher Platz bist du? Zweiter. Jetzt wird es aber ein bisschen schwerer. Mhm. Aus welcher Ortschaft stammt der Coronavirus? Irgendwas mit W. Wutan? Ein Rapper-Clan, aber ist okay. Wutan ist ein Wutan-Clan. Ach so, ja, okay. Ich zahle nicht, aber kannst du bitte einen kurzen Troschi trinken, in die Kamera gucken und sagen. Ich hab das gesehen, du hast jetzt dein eigenes Format. Und in die Kamera gucken. Na, warte, ich dreh schon auf, halt mal fest. Aber du musst auch. Halt doch mal fest jetzt hier, hör doch mal zu, Mann. Wer sind Sie denn? Ich bin die Miss 50 Plus Germany 2020. Alter, die aktuelle Super MILF? Ja. Oder GILF? Prost. So, du trinkst jetzt einen Troschi, Alex, guckst in die Kamera und sagst. Meine Million habe ich nur dank den Troschis gekriegt. Du solltest Abos sagen. Was eine Million? Million Euro? Eine Miss Milf kriegt ein Original Troschi Karamell. Oh, Escort ist da. Guck mal, Pina und Xenia. Kluge, komm mal her. Kluge, im festen Griff. Guck mal, haha, hier. So, oben es gibt es nie mit einer ganz spannenden Frage. Prost. Prost. Ja, komm. Prösterchen. Ich bin nur so ein YouTube-Guru geworden, dank Aaron Troschke. Nee, dank Troschis. Und Troschis. Wenn ich mal einen Downtag habe, trinke ich Troschis. Bitte. Nee. Alex, komm mal kurz her, bitte. Boah, weißt du was, wenn ich einen Downtag habe, trinke ich erstmal Troschis. Auch wenn ich keinen Hoch kriege, sagst du das bitte auch? Also dann mit Troschis. Ja, ich krieg nur einen Hoch mit Troschis.
Und danach verschwenkst du zum kleinen Mädchen, Timo. Dann bist du in der Schiene von Olli. Boah, wenn ich keinen hochkriege, nochmal, Entschuldigung, Cut. Ja, okay, Achtung, nochmal neu. Das ist wie in meinen Videos, da muss ich auch immer 10 Mal anfangen. Das glaube ich dir. Boah, wenn ich keinen hochkriege, trinke ich erstmal Troschis. Und dann steht da, oder? Ja, Wiener 1. Ohne Troschis wäre ich meinem Alter nicht mehr so heiß. Komm mal her hier, du Antenne, schieß mich tot, Assi. Guck mal, das ist Alex V, YouTube-Star. Mach doch mal ein spontanes Radiointerview mit Alex V. Das Freiburger Bobbele fragt nach. Servus Alex, ich habe gerade gehört von, ich weiß nicht, wer ist denn der? Ich finde das jetzt schon scheiße, sorry. Wer ist der Kerle? Sag mir mal. Und, sind die Bilder gut geworden? Ja, sehr schön, wunderbar. Und wie viele Likes wollt ihr mindestens haben? 2. Ich hätte dir nur 1 gegeben, ich habe das Bild gesehen. Mittlerweile finde ich auch deinen Moderationsstil voll gut. Und auch deine Videos. Danke, danke. Und auch wie du ein Netzwerk leitest. Voll gut, ihr alle. Scheiße. Oh. Warum filmt ihr schon wieder von den Öffentlich-Rechtlichen? Hört doch mal auf! Ja, wir haben heute eine Regel, Timo. Die Pressestelle vom Europapark ist auch da, da muss ich gerade laufen. Ich brauche eine Stimme von Miss Germany. Laura, komm bitte kurz. Laura, komm bitte kurz. Auf wen warten wir denn jetzt? Auf die Missen. Die waren, die habe ich schon alle im Suff gehabt. Ja, aber jetzt kommen wir alles zusammen. Die kommen jetzt Das Problem ist, gleich ist noch Pressewand mit Frauke Ludewig und den anderen Jurymitgliedern. Timo, habe ich einen neuen Rekord in Sachen Kurze? Stellvertretend für Max, ja. Aber Max trinkt ja eigentlich. Ja, Max hat mit mir keinen getrunken. Max denkt, er ist was Besseres, seitdem er mit Arte dreht. Für was machst du Fotos? Für zu Hause. Ja, das glaube ich dir. Du Lump, du! Trink jetzt ein. Mach mal bitte auf. Ich trinke eigentlich auch nicht. Ja, jetzt schon. Und nach dem Trinken guckst du in die Kamera und sagst, Miss Germany, ohne Troschi, nur halb so schön. Das kann ich nicht. Prost! Jetzt muss ich einmal eine Lanze brechen, und zwar für Miss Germany, weil die sagen, Aaron, sei so wie du bist, mach deine Dummheiten, mach deinen Spaß. Wir lieben dich so. Boah, bin ich voll. Miss Germany ohne Troschi nur halb so schön. So, guck mal, ist euch aufgefallen? Euch fotografiert keiner. Wir waren nicht im Fernsehen. Trotz eurem nuttigen Outfit. Möchtet ihr euren Beitrag auf mir aufbauen? Ja. So, guck mal, das habe ich jetzt schon mit AdSense verdient. Und jetzt 2-mal. Dankeschön. Ihr seid Influencer. Was für ein Posting kriege ich dafür? Was ist das? Europapark. Auch für die Erwachsenen. Nicht nur Kinderachterbahn. Also, ich habe deine Follower gesehen und da kommt eine Menge aus Indien. Da sind 10 Euro schon fair. Prost. Prost. Alle Probleme der Arbeitszeit ist immer gut. Halt die Klappe. Wer ist denn von euch Single und wer ist vergeben? Ja, ich immer noch. Nach deinen immer noch Single? Ja, 2 Aufrufe und hat nichts gemacht. Link in der Beschreibung. Folgt ihr und Date-Anfragen einfach mit Hey Schnecke. Mir haben ein paar Zuschauer zurückgeschrieben, die dich getroffen haben, meinten, die Performance stimmt nicht. Hast du einen Freund? Nicht gereicht, ja. Als ob. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist so verzweifelt? Sweet. Hast du ihn auf komparten.de gefunden? 10 Euro. 10 Euro. Kannst du mir die Leine nicht Oh, das ist die Miss Milf, Miss Milf 2, Miss Milf 3. Wo sind denn meine Kurzen eigentlich? Wo ist die Tüte, Timo? Ich mache dasselbe wie du, nur bin ich noch nicht ganz fertig mit meinem Equipment. Warum? Wo bist du? Was machst du denn? Wir machen Instagram-Stories. Ihr beide zusammen? Ja. Für? Für Bauer. Bauer? Ja. Ihr seht aus wie Bauern. Timo, lauf mal. Ah, du hast es nicht gefilmt. Timo hat gerade Nein, Timo, verarsch mich doch nicht. Ich habe gesehen, wie ich während ich aufgehoben habe, du nach da gefilmt hast. Ich habe mich an der Kamera gestoßen, das wäre voll witzig gewesen. Komm, wir trinken einen. Nee, danke, ich bin auch während der Arbeit. Nein. Trinkst du einen mit mir? Meine Chefin. Alkohol, schalalala, besoffen. Tore, ganz kurz. Ja, hallo. Ach du Schande. Ich habe nur eine Frage, ich habe ein Problem. Wie kann ich dich von Jochen Schropp unterscheiden? Ja, das ist tatsächlich schwierig an der Frau. Hallo, ganz kurz, wollen wir einmal klären, wer wohin geht nachher? Erstmal Hände in die Mitte.
Escort Club. Yeah! Komm, Jochen, ja. Oh, oh. Oh, ich mache mich so unbeliebt. Don't drink in Miss Germany. Was ist das? Das sieht aus wie Kirsch. Prost. Wenn ich mal traurig bin, trinke ich Troschis, dann bin ich wieder gut drauf. Und das Logo bitte in die Kamera zeigen. Ich kann gerade nur das Logo, weil ich muss meine Begleitperson holen. Ja, sag doch mal. Meine Begleitperson kommt nur rein mit Troschis. Sag das. Meine Begleitperson kommt nur rein mit Troschis. Nein, kriegst du kein Geld. Ich habe deine Follower analysiert, die kommen alle aus Indien. Troschi für dich und Troschi für dich. Und den trinkt ihr jetzt. Nee, ich will einen Kirsche. Nein, du kriegst jetzt den. Bei deinem Freund habe ich auch gesehen, du nimmst, was du kriegst. Du bist die Ältere, oder? Du hast so eine schöne Rehaugen. Ich wollte jetzt guten Spruch sagen, weil du Single bist. Ja. Nee, auch wenn du Single wärst, würde ich deine Schwester bevorzugen, weil du echt anstrengend bist. Ey. Und nicht so gut aussehen. Ich würde sogar hässlich sagen. Ihr trinkt jetzt die kurzen? Mann, wer hat denn hier ein Handy an? Während ich drehe. Es war der Indianer-Kameramann da. Ich kann jetzt nur noch mal kurz erzählen, da sitzt wirklich Rainer Kallmund. Der ist für mich eine Legende. Ja? Heiße Lesbenspiele mit troschis.de. Nein! Nee, du musst erst mal austrinken. Trink mal richtig aus hier. Und so, okay, jetzt weiter. Jetzt! Wenn wir trinken, vergessen wir nicht zu atmen mit Troschis. Und jetzt geht ganz kurz ein Bild. Oh, das war echt lecker. Ja, ja, gut, geht mal bitte weg. Manchmal passt das Geld einfach nicht für Werbegesichter. Was wollt ihr denn jetzt? Hey, wer ist denn deine hübsche Frau? Komm doch mal her, wer bist du denn? Wer bist du denn? Also ich bin die Begleitperson von der Juliana. Wer bist du? Wie heißt du? Rosa. Und du warst schon immer Rosa, nicht wie Juliana mal... Ja, ich heiße schon immer Rosa. Hallo, Rosa! Wollen wir einen Troschi trinken? Was ist das? Troschi ist der Schnaps für Jung und Alt, damit man richtig Spaß hat. Prost! Unsere Beziehung ist glücklich, aber... Durch Troschi glücklicher! Ja! Kann jemand ein Foto machen, bitte? Mann, haut ab! Immer wenn ihr Alkohol trinkt, auch bitte an Wasser denken, weil das ist ganz, ganz wichtig. Alkohol nur mit Spaß, Freude und 1, 2, 3. Ich sehe, da magst du schnell trinken. Wie spät ist es? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich sauf nur. Hol mal dein Handy raus. Für wen filmst du nochmal? Immer noch Baden FM. Baden FM. 19 Uhr, halbe Stunde. Alter, ich muss pinkeln. Timo, du schneidest jetzt schon mal die Anfangsszenen von der Wahl hinein. Los geht's! Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we want to mingle. And my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Ich bin bei der Miss Germany immer drin, weil die Familie Klemmer, die Miss Germany machen, Spaß ohne Ende verstehen und das gehen wir einfach zu Ralf. Max, oh, da ist wieder der Kameramann, der nur abschränkt. Dein Sohn Max wollte keinen kurzen mit mir ich trinken. Auch nicht. Ralf, ein! Nein, ich trinke. Ralf, ein! Ich trinke erst wieder, wenn die neue Miss Germany wirklich zu 100% Ralf, okay, das Einzige, du kannst den nur abgeben, das ist Mike. Mike, komm her! Mike, ich bin bei 15 noch, alles gut? Oh. Mike, komm jetzt her! Ich brauch keinen Alkohol. Prost! So. Für die neue Miss Germany. Prost! Ihr fragt euch jetzt, wer Ralf war. Ralf war der Papa von Max. Er hat die Miss Germany früher gemacht. Und Ralf ist mein großes Vorbild, weil letztes Jahr bei der Miss Germany von 16 Mädels haben 8 gesagt, sie finden Ralf heiß. Das heißt, im Alter kriegt man auch die Jungen. Geil! Annika Teller ist da, die rufe ich jetzt mal an. Übrigens an alle, die mir auf Instagram oder YouTube folgen. Und pöbeln, du musst nur schreiben, Aaron, deine Schuhe sind hässlich. Die hat mir übrigens Bella empfohlen. Aha, Bella hat gesagt, ich soll die kaufen. Ja. Euch blockiere ich. Und hier haben wir eine Dame. Jessie, kommst du kurz? Hi. Verstehst du mittlerweile Deutsch? Ja, mein Deutsch ist viel besser geworden. I drink, I think, 20 of this. Oh mein Gott. And now we drink a Troschi together, okay? Aber ich arbeite. Ja, halt die Oh, Jessica. Hast du einen Freund? Ja, sorry. Prost. 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 Hat dein Freund 1 Million Follower bei YouTube? Nein. Hallo Jessica. Mr. Miss Germany Max hat gerade viel zu tun. Macht noch ein Interview, neben dem er noch die Show planen muss.
Und neben dem Interview kommen jetzt noch Aarons Pika. Wo ist denn deine Schwester? Ja, sie hatte noch zu tun. Wo ist deine Schwester? Sie hatte noch zu tun. Die ist also noch hässlich und macht sich hübsch. Er wird mich hassen. Die ist übrigens von seriöse Presse. Annika. Ich trau mich immer nichts zu sagen bei dir, Aaron. Ja, ja, du bist auch besser, wenn du einfach nicht redest. Er wird mich... Nach dem großen Troschi freue ich mich auf den kleinen. Annika hat ein XCL-Troschi gekriegt. Prost, Annika. Prost. Was zum Teufel geht ab? Was für ein Cringe. Sag mal, Annika, wir wollen jetzt mal einmal klarstellen. Heißt ja nicht, die Instagrammer haben nur Fußballer als Freund, oder? Ich habe gehört, das soll was bringen in der Karriereleiter. Ja, dann müsst ihr erste Liga spielen. Seriös. Wir hatten vorhin im letzten Video einen vollen Sack. Das sind maximal noch 3. Das ist ein neuer Rekord. Guinness-Buch der Rekorde. Meldet euch bei mir. Folgt den Troschis auf Instagram. Übrigens super Kleid. Ich habe selten so ein tolles Kleid bei einer Influencerin. Alter, Luisa. Himbeersahnetorte. Ach du Heilige. Ich weiß, glaube ich, was ich bin besoffen. Ja, komm her. Du siehst Hammer aus. Danke. Ist dein Freund da? Ja. Dreier. Lass mal lieber 3 kurze trinken. Ich hab keine mehr, alle weg. Nein! Wo ist Frauke Ludewig? Frauke Ludewig, kann ich Sie kurz was fragen? Das ist Dagmar Wimmerl. Oh, das ist Dagmar. Frauke Ludewig, ich versuche jetzt noch ein ernstes Interview zu führen. Ich habe nur eine Frage an Sie. Wie oft denken Leute, dass Sie arrogant sind, weil alle denken, Sie heißen Frau... Ke Ludewig. Das weiß ich nicht, wie oft die Leute das denken. Aber wie oft kriegen Sie Nachrichten? Ich dachte wirklich von 0 bis 16, dass Sie immer angesprochen werden als Frau Ke Ludewig. Dabei heißen Sie ja Frauke. Ja, aber Sie dürfen mich auch anders ansprechen. Wie denn? Frau Ke Ludewig. Sie dürfen mich ansprechen. Darf ich auch Schatz sagen? Auch das. Ich bin da sehr offen. So, meine Lieben, das war's von der Miss Germany-Wahl. Ich kann euch eine Sache sagen, es waren tolle Videos und die wären nicht so gut geworden, wenn die Miss Germany nicht sagen würde, Aaron, mach was du willst, hab Spaß, weil wir verstehen das und deswegen vielen, vielen Dank. Und ich habe euch heute 3 Millionen Mal aufgefordert, das zu machen, dies und jenes. Geht doch bitte bei der Miss Germany auf Instagram und schreibt einfach nur Danke in die Kommentare, dann wäre ich sehr glücklich und ich sauf mich jetzt zu. Timo, ist übrigens deine Technik. L-Asthen ist gut, Troschi hilft aber auch, ne? Gegen Schmerzen. Ja. Ich kann nur gut unterrichten, wenn Troschi dabei ist. Ohne Troschis wäre ich meinem Alter nicht mehr so heiß. Miss Germany, ohne Troschi nur halb so schön. Troschi, immer wenn ich nervös bin. Brandenburg nur so grün wie die Troschis. Troschi, auch im Alter gut. Ich bin Miss Germany natürlich nur dank dem Aaron. Er schmeckt gar nicht schlecht, auch eine Birte. Einen langen Flug vertrage ich nur mit Troschis. Troschis, die richtige Berliner Luft. Boah, weißt du was, wenn ich einen Downtag habe, trinke ich erstmal Troschis. Die Missen, die tanzen nur so gut dank Troschi. Mein Miss Germany-Jahr war nur so gut dank Troschis. Europas Getränk ist der Troschi. Meine Begleitperson kommt nur rein mit Troschis. Ich bin nur so ein YouTube-Guru geworden dank Aaron Troschke. Boah, wenn ich keinen hochkriege, trinke ich erstmal Troschis. Nach dem großen Troschi freue ich mich auf den kleinen. Weil Annika hat ein XCL-Troschi gekriegt. Mein Freund ist nur Vize-Weltmeister geworden, dank Troschi. Wenn wir trinken, vergessen wir nicht zu atmen mit Troschis. Meine Million habe ich nur dank den Troschis gekriegt. Unsere Beziehung ist glücklich, aber... Durch Troschi glücklicher! Ja! Thank you.
Kevin, weißt du eigentlich, warum wir 13 Fragen spielen? Dieser Flex, Alter. Nein, also vielleicht wissen es ja manche nicht. Ja, ich würde es übel gerne nochmal hören, vielleicht kannst du es nochmal erwähnen. Weil ich 13 Fragen bei Günther ja auch richtig beantwortet habe. Ah, cool, nice. Brauchst du eine Testfrage?